Beträchtliches Maß Ausdauer. Nee, ich will nichts Ausdauer. Ich will. Ja, nee. 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 Ich suche das, was geringe Gesundheit. Naja, egal. Nehmen wir einfach mal. Warum nicht? Bitte. Ey, Leute. Lasst mich doch mal speichern. Mano! Und jetzt? Komm mit. Stirb, 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 stirb. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ab zum Tor. Folgt mir! Follow my lead! So, hier können mich die Ballisten mal am Sack lecken. Hier kriegt ihr mich nicht. Ihr seid so scheiße. So. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Schön hier rein. Leute, Leute, ich will euch hier drin sehen. So, perfekt. Ja, ja, ich weiß, dass der links runtergesprungen ist. Kein Problem. Burn, Baby! Burn! So. Und jeder, ja, von euch, der kein Dragon's Dogma gespielt hat, beziehungsweise diese Quest nicht, und sich dann jetzt hier erdreistet runterzuschreiben, dass meine emotionalen Ausbrüche zu übertrieben sind, der soll sich Dragon's Dogma zulegen und das hier spielen. Und zwar genau in der Konstellation wie ich. Das ist echt krass, ey. Also, es ist echt übel. Finde ich. Ihr habt ja gesagt, die ist schwer, aber die Quest macht trotzdem echt Spaß. Aber ich habe halt echt... Ich krieg wahrscheinlich fast nichts Tolles dafür und habe dafür so viel Leben und so weiter an jetzt irgendwie die... ja, wie heißt das? An diesen ganzen... Kraut und so weiter aufbrauchen müssen. Ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich ja einen tollen Stab oder so. Oder irgendwas anderes Tolles. Was ich jetzt noch nicht weiß. Ich schaue jetzt auch nicht nach. Ansonsten bin ich wahrscheinlich frustriert. Okay, Strategien Chimären. Das ist schön. Das könnten wir mal nehmen. Klar. Kein Problem. Ja! 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 Das heißt, die Quest ist fast so gut wie geschafft. Und sollte jetzt der Rechner abschmieren, dann raste ich aus. Ich spiele die Mission nicht nochmal. Ja. Okay. Egal, ist mir jetzt gerade mal vollkommen egal, was da drin ist. Ich will einfach nur noch nach oben. Folgt mir, folgt mir, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ich weiß, dass du gleich da bist. Weiter nach oben. Wow, hallo, hallo, Freund. Hallo, hallo, danke. Boah, wirklich, diese Fraps, diese FPS-Einbrüche sind echt übel, Mann. Das ist echt übel. Habe ich es schon erwähnt, das ist echt richtig übel. Wenn jetzt hier noch so ein Mega-Endboss kommt, ne, dann raste ich aus. Wo ist jetzt schon wieder ein Cyclops, Alter? Willst du mich verarschen? Ach so, ach so. Natürlich, natürlich. Benutzen, benutzen. Danke, explosiver Pfeil. Oh Gott, ich kann den nicht so weit richten. Geile Sache. Oh, es ist krank. Boah, Capcom, ihr seid so krank. Ihr seid so behindert im Hören. Mir hat zum Beispiel ein User geschrieben, dass er jetzt meine Let's Plays guckt, weil ihm das Spiel zu schwierig geworden ist. Und ganz ehrlich, unter den Gesichtspunkten kann ich es definitiv verstehen. Weil auf so engem Raum einen blöden Goblin zu platzieren, einen blöden Ork zu platzieren, ist halt einfach nur asozial. Ich weiß, dass es kein Ork ist, aber ich sage jetzt einfach Ork. Das ist ein Zyklop. Ich weiß. Hallo! Komm her! Was ich auch toll finde und grandios ist, dass der blöde Sir, was auch immer, der mit uns die Burgmauern erobern wollte, einfach nicht mehr dabei ist. Was auch richtig übel ist, ist die Tatsache, dass ich nichts sehe. Weil es arschdunkel ist. Ja, komm noch her! Leute!
Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Gar kein Problem, Leute. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich habe Angst, dass er die Leute hier runterschmeißt und ich die ja nicht mehr retzen kann. Das wäre nämlich echt absolut scheiße. Treffe es auch so? Ja, ich treffe auch so. Das ist schön. Okay, gleich brauchen wir mal ein bisschen Ausdauer. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Ausdauer. Verdammt! Der ist verdammt gut gepanzert, meine Freunde, der Nacht. Knie vielleicht? Knie sind nicht gepanzert. Außer, dass natürlich der Arm brennt, das ist natürlich auch extrem geil. Ach ja, oh ja, ja, genau. Super Idee, Paraxia. Ist gut gemacht. Vielleicht habe ich ja irgendwelche tollen Zaubertränke, die mich unterstützen können. Oder geht das hier? Ah, vielleicht habe ich Glück und kann das drehen. Soweit. Nein, natürlich nicht. Warum sollte man auch? Warum sollte man das auch? Ist ja auch absolut unnötig. Okay. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Alles total locker hier, kein Problem. Oh, da habe ich einen kleinen Seitenstoß verpasst. Andere Seite! Bam! Ein großartiger Treffer. Ich packe sein Bein, um seinen Zorn zu erregen. Das finde ich auch geil. Oh ja, großer Blitzregenblink, glaube ich. Ja, geht so. Ich glaube, auf jeden Fall mehr als Feuer. Wo wirklich nach den paar Parts hier brauche ich erstmal, glaube ich, Nervennahrung. Ja, das ist ja total krank. Also solltet ihr in den nächsten zwei Wochen nichts mehr von mir hören, bin ich wegen einem Herzinfarkt gestorben. Weil mich das Ganze hier so mitgenommen hat. Ich weiß, eigentlich darf ich jetzt nicht feuern, weil ich zu wenig Ausdauer habe, aber ist mir jetzt egal. Ah, das passt doch. Sehr schön. Boah, ich bin so glücklich, dass ich den Fernkämpfer-Klasse gewählt habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr. Okay, der Bauch bringt gar nichts. Mhm, Kopf bringt auch fast nichts, das weiß ich. Ja, ja, er ist umgefallen, bla bla. Ja, 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 ja. Jetzt will ich dir. Ja, ja, perfekt, 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 perfekt. Sehr schön. Lasst uns ihn den Helm abjagen, aber wie? Kann man den. Ei! Ich lass das bleiben. Ich muss jetzt nicht beim letzten. Ich werde es mal bei einem anderen Dings ausführen. Man kann den bestimmt abreißen oder so. Es geht bestimmt, aber als Mage ist das irgendwie keine tolle Idee. Zumal es ja auch so geht, wenn es auch ein wenig länger dauert. Ich brauche unbedingt was mehr Ausdauer. Ich brauche irgendwas mit Ausdauer. Habe ich hier nichts mehr, was Ausdauer. Irgendwas Fauliges esse ich bestimmt nicht. Doch, da. Mist, jetzt wollte ich doch eigentlich diesen Blitzschlag schießen. Verdammt, ich will doch gar nicht den Kopf anvisieren, ihr Säcke.
Ja, sehr schön. Wuhuhu. Das war's. Speichern. Okay. Was zur Hölle? Was geht mit euch? Kommt klar. Pass mal auf. Folgendes. Ich muss die Fackel mit Öl füllen. Öl nachfüllen. Alles klar. Danke. Ich weiß, ich bin mittelbelastet, habe jetzt aber keine Lust, irgendwie was anderes wegzumachen. Da muss ich lang. Geht es auf? Tür ist verschlossen. Grandios. Dein Ende naht. Von wem? Von mir? Nein. Grandios. Ist noch eine Ebene höher, wo ich hin muss, zufällig? Ah, das geht ja gar nicht. Ich bin ja schon in der höchsten Ebene. Aber wo ist das? Ich gehe mal kurz in den anderen Turm nochmal gucken, ob da irgendwas war. Hier ist nichts, was an den Hebel erinnert, oder? Nee. Woher kommt ihr jetzt schon wieder her? Erklärt mal bitte. Ah, da geht's runter. Ja, gehen wir einfach mal da runter und schauen mal, was uns da unten erwartet. Ich habe ja keine Ahnung, ey. Mist, wollte ich gar nicht. Ah, der ist schon tot. Ah, okay, wir hätten da unten zuerst hingemusst. Ein paar viele Goblins. Kein Problem, mein Bogenschütze regelt das schon. Alter, was für ein Horn. Jetzt ruft er... Ah, Gott. Leute, auf was für eine verdammte Höllenmission habt ihr mich hier geschickt? Oh Gott. Was zur Hölle? Ah, was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Befehlshaber Goblin. Easy Mode. Was bist denn du für eine Lutsche? Oder was bist du für ein Lusch, für eine Lusche, ey? To the Duke. Klar, Ehre dem Herzog. Hm, ist klar, wir haben das zwar alleine geruled und ihr seid voll die Opfer. Und das war übrigens total unepisch, wie dieser komische Kobold da gestorben ist, aber okay. Ja, es hat gespeichert. Ich rede mal kurz mit dem. Okay. Wow! Danke für die 10.000 Goldstücke. Wow! Ey, ich könnte kotzen. Naja, egal, Leute. Es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es eine total kranke Mission war.
Und ich beende das Let's Play für hier und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Let's Plays dann wieder. Also hau da rein.